in den Regenbogensimmer stellen, ohne dass ich Farbe sehe. Wir testen es heute mit der Farbe Rot und unserem Testsim Rubina Rotkäppchen. Aber jetzt wird es ernst. Wir öffnen nämlich den Farbfilter, drücken dann hier drauf und jetzt ist alles schwarz-weiß. Okay, let's go. Wir starten am besten ganz oben mit ihrer Hautfarbe. Es gibt hier unten bei Verschiedenes, nämlich die Farbe Rot. Und da ich schon die ein oder andere Stunde die Sims 4 gespielt habe, glaube ich, dass das Rot ist. Als nächstes die Augen. Die sind jetzt hoffentlich auch rot. Die Haare. Ich will, dass sie so eine richtig wilde rote Mähne bekommen. Sieht das rot aus? Nee, wisst ihr was? Wir nehmen lieber das. Make-up. Zumindest roten Lippenstift. Hoffentlich. Outfit. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das hier rot ist. Genauso wie der Rock. Und diese Schuhe. Dann gebe ich ja auch noch das ein oder andere rote Accessoire. Und jetzt ist es soweit. Wir stellen die Farben wieder an. Oh, Leute. Die Augen. Die Nägel, die Hautfarbe und den Rock. Habe ich tatsächlich getroffen. Und der Rest, naja, aber